Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Boxplay, dem Hockey-Talk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. In der Swiss League, der ehemaligen Nationalliga B, treffen die unterschiedlichsten Konzepte aufeinander. Auf der einen Seite haben wir Farmteams, die zum Ziel haben, junge Spieler auszubilden. Und auf der anderen Seite haben wir Clubs, die wirtschaftlich und sportlich ambitioniert sind. Diese Situation führt unweigerlich zu Interessenskonflikten. Wir schauen in der heutigen Sendung an, wie ist die Situation in der Swiss League und wie könnte sich die Liga weiterentwickeln. Und die Frage stelle ich meinen drei Gästen. Ich begrüße als erstes ganz herzlich den Can Kempf, Geschäftsführer beim SC Langenthal. Dann als zweites in der Runde herzlich willkommen der Reto Klein, Sportchef am EV Zug und ihrem Farmteam der EVZ Academy. Und zu guter Letzt meine Boxplay-Experte der Peter Lütti, ehemaliger Verbands- und EHC Kloten-Funktionär. Als erstes würde ich gerne zwischen Reto Klein und Can Kempf so ein Frage-Ping-Pong machen. Weil ihr habt zwei unterschiedliche Konzepte mit dem Club, wo ihr in der Swiss League seid. Ich wäre froh, wenn ihr einfach kurze Antworten könnt geben. Als erstes, Reto Klein, was ist das Budget von eurer Mannschaft dieses Jahr? EVZ Academy. Unsere Mannschaft kostet rund 1 Million Franken. Wie sieht das Budget beim SC Langenthal aus? Das Budget vom SC Langenthal ist 4,2 Millionen. Die zweite Frage wäre, wie viele Ausländer hat die EVZ Academy? Grundsätzlich haben wir einen, aber der spielt nie, weil er in der National League oben beschäftigt ist im Moment. Wie viele Ausländer hat der SC Langenthal? Grundsätzlich hätten wir zwei, einer ist verletzt und darum haben wir einen dritten. Wie sieht das Durchschnittsalter aus beim SC Langenthal? Irgendwie um die 25 Jahre. Bei uns je nach Spiel, aber ich denke irgendwo um 19. Mhm. Und dann, wie ist der Zuschauerschnitt vom SC Langenthal? Irgendwie um die 2000 momentan. Ich würde sagen so 300-400. Und was ist das Saisonziel der EVZ Academy? Also das Saisonziel ist grundsätzlich, dass wir unsere Spieler ausbilden wollen. Dass wir die Spieler weiterbringen, dass wir die Spieler auf das höhere Niveau bringen. Und auf der anderen Seite als Mannschaft ist das Ziel, dass wir in die Playoffs kommen. Ich denke, das ist realistisch und das haben wir letztes Jahr geschafft und das werden wir noch dieses Jahr verfolgen. Was ist das Ziel des SC Langenthal? Der Qualifikation, Top-4-Rangierung, dann Finalteilnahme und sicher aber auch junge Spieler weiterbringen. Peter Lütti, welche Antwort hätte dich am meisten überrascht jetzt mit dem Frage-Ping-Pong? Eigentlich nicht einmal eine einzelne Antwort, sondern die grosse Diskrepanz zwischen denen. Eigentlich bei allen Fragen oder bei allen Antworten der grosse Unterschied. Und das zeigt die Brisanz von der ganzen Swiss League an und für sich. Also an und für sich, der Unterschied zwischen den einzelnen Zahlen ist immens. Mhm. Wir schaffen am Anfang der Sendung jetzt gerade mal schnell einen Überblick schaffen, auch für die Zuschauer daheim. Wir schauen uns jetzt einmal die 11 Mannschaften an, die in der Swiss League tätig sind. Und wir sehen in der Grafik, dass drei Teams, also die drei Farmteams, sind in der untersten Linie. Das ist EVZ Academy, GCK Lions und die Chino Rockets. Dann haben wir Winterthur, das ist das ehemalige Farmteam von EHC Kloten und der HC Thurgau, der mit Rappi zusammengespannt hat. Und dann haben wir die 6 restlichen Mannschaften, die wirtschaftlich und sportlich ambitioniert sind. Und jetzt dazu schauen wir uns jetzt gerade der Tabellenstand zur Zeit an. Und da ist auffallend, dass eben genau die Farmteams eigentlich das Tabellenende gestaltend und die ambitionierten, sportlich wie wirtschaftlich ambitionierten Club eher in der vorderen Hälfte der Tabelle sind. Ja, Can Kempf, wie erklären dir die Zäsur jetzt schon so früh von der Saison? Ja gut, auf der einen Seite ist klar. Ich meine, es hat Teams, die Ambitionen haben, die sogar um einen Aufstieg mitspielen wollen. Kehren die da dazu? Ja, wir haben sicher Ambitionen. Und ich glaube, von dort her ist klar, dass man dann auch eine Mannschaft muss haben, wo von Anfang an da ist. Teams wie Farmteams, vor allem den Ausbildung betreibend, schauen vielleicht weniger, gewichten weniger, was momentan aktuell abgeht, auch in der Tabellenlage. Die Ausbildung steht im Vordergrund. Und das widerspiegelt sich sicher nachher auch schlussendlich in der Tabelle. Mhm. Also Reto Klein, für dich eigentlich nicht eine überraschende Tabelle jetzt? Nein, grundsätzlich nicht. Also wenn man vielleicht jetzt zurückgehen würde, obwohl es noch kein Farmteam hatte, hat es die Differenzen schon gegeben. Es ist natürlich logisch, dass man nicht von einerseits einer jungen Mannschaft erwarten kann, dass sie vorne mitmischelt. Weil vorne, bei den vorderen Teams, die andere Ambitionen haben, ist natürlich auch mehr Qualität vorhanden, mehr Erfahrung vorhanden. Und das tut sich dann auch in der Tabelle manifestieren. Und ja, ich denke, in unserem Fall, jetzt kann für uns sprechen, ist es so, dass wir natürlich dementsprechend nicht nur ausbilden wollen, aber wir wollen auch konkurrenzfähig sein. Also wir wollen auch können,
an einem grossen oder an einem ambitionierten Team ein Bein stellen, wie wir das letztes Mal gegen Schott fast geschafft haben. Fast geschafft haben, mit einem Penaltyschiessen. Oder ja, das ist Penaltyschiessen, der 2-1 verloren, genau. Dann schlussendlich. Genau. Ja. Ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz, also Farmteams, John? ja, sehr. Also meine Zug wird uns aus dem Göpp rausgeschossen. Ich habe immer gesagt, solange wir nicht jeden Match gewinnen gegen die Farmteams, dürfen wir nicht irgendwie nur drauf herumtrampeln. Es ist schwierig, auch als ambitioniertes Team gegen die Farmteams zu spielen. Sie haben nichts zu verlieren, sind junge, energievolle Spieler und wir sind jedes Mal sehr gefordert, rein hockeytechnisch zu spielen gegen die Mannschaften. Aber jetzt über die ganze Saison, uns Peter-Leute, sind die ambitionierten Mannschaften einfach zu stark? Ja, ich denke, bei den Antworten, die wir vorhin gehört haben von diesen zwei Herren, muss es ja so sein. Also es kann ja nicht anders. Es ist rein logisch, dass die Mannschaften, die ambitioniert sind, die das grössere Budget haben, die die grösseren Möglichkeiten haben, am Schluss auch hoffentlich auch zuvorderst sind. Das ist auch okay so. Das zeigt ja gerade die Unterschiede voran. Und darum, zum nochmal Antwort auf dich, Reto, das ist, ich finde das cool, wenn man einen kleinen Club, also einen Farmclub, will einem grossen beistellen. Ist für die grösseren Club, sage ich mal, nicht grossen Club, die grösseren Club umso schwieriger. Weil da kann man eigentlich keinen Blumentopf gewinnen. Man ist ja dann immer in der Defensive. Auch gegenüber den Zuschauern, gegenüber den Sponsoren. Jeder sagt dann, ja, aber gegen die. Und das ist das Gefährliche an dieser Liga schlussendlich. Dass man verschiedene Zielsetzungen hat und in der gleichen Liga spielt. Und am Schluss eigentlich mit dieser Tabelle muss leben, die schon fast von Anfang an fast klar ist. Also für uns, oder ich muss auch sagen, für uns ist es auch in der Kommunikation mit den Spielern. Also wir wollen einerseits, wie ich schon gesagt habe, wir betreiben Ausbildung, oder? Aber das sagen wir noch ganz klar. Aber auf der anderen Seite tun wir auch unseren Spielern sagen, hey, es ist nicht einfach so, ihr könnt rein und es ist jetzt gleich, wenn wir verlieren. Am Schluss ist das eigentlich, wir wollen ihnen vermitteln, was es dann einmal braucht. Und dann geht es um Punkte, es geht um Druck zum Teil und man muss performen. Und klar ist jetzt nicht so, dass unser Trainer wahrscheinlich den gleichen Druck hat, wenn er jetzt angenommen ein paar Mal verliert, wie einer, der eben in einem ambitionierten Team coacht. Und dort müssen wir auch gehen ein bisschen die guten Worte finden, dass man es eben nicht einfach sagt, ja, es ist ja gleich, oder? Sondern nein, man ist genau gleich ambitioniert, aber irgendwo ist es eine Mischung zwischen der Realität, die einfach ist, die auf das Budget zurückzuführen ist, und eben gleich probieren, kompetitiv zu sein, oder? Mhm. Ist das eigentlich für ein SC Langenthal gegen so ein Team dann fast wie eine Pflichtübung, mit einem gewissen Gefahrenpotenzial, dass eher Verletzungen könnten geben? Also wir kommunizieren auch sehr viel mit der Mannschaft genau über dieses Spiel. Wir haben hohe Erwartungen in diesem Match drin, dass wir auch gut spielen. Das klingt uns momentan jetzt gerade aktuell nicht so. Wir haben Mühe, gegen die kleineren Teams zu spielen. Es ist vielleicht auch manchmal für gewisse Spieler nicht so einfach. Man spielt der eine Match vor 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern, geht nachher in eine Halle und es sind 300 Leute dort, vielleicht 200. Die Emotionen sind nicht gleich, die Stimmung ist nicht gleich im Stadion. Natürlich sagen wir immer, Motivation darf kein Faktor sein. Wir wollen eine gute Saison haben, wir brauchen die Punkte auch, um vorne zu sein. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Und wie gesagt, schlussendlich, wie Peter gesagt hat, in diesem Match kannst du eigentlich nur verlieren. Der Druck ist sicher bei uns und wir müssen lernen, mit dem auch umzugehen. Mhm. Aber auch eben der wirtschaftliche Aspekt. Man sieht, es ist eine unglaubliche Diskrepanz, oder, von der Ausgangslage von diesen unterschiedlichen Mannschaften. Eben das, was ich im Pressetext geschrieben habe, es ist eine gemischtwarenladene Liga. Gut, National League hat auch Unterschied, grosse Unterschiede. Ja, das ist so. National League hat die gleichen Unterschiede. Aber es ist ein bisschen eine andere Situation natürlich, indem es kein sogenanntes Farmteam hat. Es hat jeder, ist ambitioniert. Mhm. Aber die Unterschiede vom Budget sind eigentlich auch gross, sage ich mal. Ja, das ist so. Da sind halt die Werte noch ein bisschen anders in der Swiss League. Die Werte oder Ziel, Motivation oder Zielsetzung oder das Resultat, muss rausschauen, die sind halt zu gross. Ich glaube, das Budget schlussendlich, okay, ja, das ist ein Unterschied, aber es ist auch oben ein Unterschied. Ich glaube, der Hauptaspekt ist natürlich das, dass es, wie der Can gesagt hat, es ist nicht ganz die gleiche Ambiance, das, was auf dem Spielfeld passiert. Oder? Das probieren wir so gut wie möglich zu machen, dass wir eben kompetitiv und wettbewerbsfähig sind. Ich meine, wir können nicht jetzt wie einfach ein Fangemein aus dem Boden stampfen. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Auf der anderen Seite muss man sagen. Gut, wobei, also könnte ich da schnell einhaken. Also ich meine, jetzt beim EVZ ist logisch, es ist die Fangemeinde bei der ersten Mannschaft, oder? Ja. Und da probiert man das Stadion zu füllen. Warum versucht man denn nicht zum Beispiel im Einzugsgebiet so eine Mannschaft zu etablieren, wie jetzt so eine EVZ Academy, jetzt in der Innerschweiz, oder?
haben wir probiert. Und das ist eigentlich nicht befriedigend ausgefallen. Wir haben probiert? Also wir sind in Sursee spielen. Wir haben dort probiert, ein bisschen, uns gegen rauszutragen und dort gewisse Heimmatchen gemacht während zwei Saisons. Und das Interesse war eigentlich dort absolut nicht gross gewesen. Im Gegenteil. Es war eigentlich noch fast schlechter gewesen. Und klar, man könnte sagen, man hätte es vielleicht besser vermarkten können. Und es ist nicht ganz einfach. Also man kann das nicht von Anfang an sagen, jetzt hast du die Mannschaft und dann kannst du eben die Fanarbeit. Es ist bei uns so auf sehr wenig Schultern verteilt, das muss man sagen. Also wir haben die Ressourcen gar nicht, dass wir dort hier beiden Orten können, auf allen Bereichen super arbeiten können. Für uns ist es wichtig, dass man einen guten Spielbetrieb hat, das, was man muss, oder wo man kann bewerkstelligen kann, eine gute Mannschaft kann für unsere Verhältnisse herstellen. Und eben mit anderen Sachen wird es schon schwierig. Oder? Das ist halt einfach. Aber es bräuchte ja gerade für so ein Unterfangen, dass man das in einer Region etablieren könnte, bräuchte es ja Identifikationsfiguren aus der Region. Man müsste ja dann faktisch auch mit dem Einzugsgebiet zusammenarbeiten, oder? Dass die Litschi mit der Mannschaft identifizieren können. Gibt es denn Spieler in der EVZ Academy aus dem nahen Einzugsgebiet? Ja, also das gibt es. Wir haben ja... Also wir arbeiten grundsätzlich mit Argovia Stars zusammen. Wir arbeiten mit dem Verbund HC Innerschweiz zusammen. Und jetzt ist es langsam so weit, dass gewisse Spieler, die wir selektioniert haben, oder es sind immer der EVZ als Leuchtturm. Und die Spieler holt man irgendwann her. Und jetzt haben wir schon gewisse Beispiele, die aus diesen Verbünden rauskommen. Oder die jetzt zum Beispiel den Sprung geschafft haben. Wenn man jetzt zum Beispiel so schaut, dann Sven Leuenberger als Beispiel, oder, der aus der Argovia Stars Organisation ist gekommen, vor 5-6 Jahren. Und jetzt in der ersten Mannschaft regelmässig Einsätze hatte und in den letzten zwei Jahren in der Academy gespielt hat. Aber es ist natürlich schwierig, einerseits die Leute nachher herzubringen. Oder? Das ist nicht ganz einfach, aber wir werden auch dort unser Bestes tun. Und wir müssen uns aber auch keine Illusionen machen, dass wir irgendwann 2.000-3.000 Zuschauer haben. Aber wir probieren das so gut wie möglich. Das ist ja gar nicht unser Ziel. Also grundsätzlich haben wir das Ziel ist ja dort gewesen, die Mannschaften sind in die Liga reingekommen, weil zu wenig Mannschaften herum waren, die Traditionsclub, die vielleicht die Fanbasis schon hatten oder wo sie die Jahre in der National League gespielt haben. Ja. Ich glaube, das Ziel war dort Ausbildung. Und es war nicht, wir machen jetzt einen Club, der die grösste Fangemeinschaft hat, sondern ganz klar, darum auch das Budget auf 1 Million Spielerbudget im Jahr. Wo einfach rein die Ausbildung soll vorantreiben soll. Und das ist dann auch der Grund, warum die Farmteams überhaupt dazugekommen sind. Man hat ja dort schon gespürt, von gewissen avidierten oder gestandenen Swiss League Clubs einen rechten Widerstand. Fanlager haben gewaltigen Widerstand gemacht. Auch zu Recht aus ihrer Sicht. Aber natürlich ist das nie die Absicht gewesen, dass man da Clubs entwickelt, wo dann auch die Fanbasis haben. Es ist schön, wenn Zug sich bemüht, aber es wird auch so nicht 1:1 gelingen, weil die Mission oder eure Aufgabe ist eine andere, Spieler auszubilden. Nee, klar, es ist schon so. Aber es wäre manchmal oder, schon cool, noch, wenn man könnte sagen, mit bei uns oder mit irgendwelchen Kombispielen, die man probiert hat. Oder dass man die Leute vielleicht oder irgendwie mit Familie am einem Sonntag die Leute ins Stadion locken, oder? Wir reden da nicht vor irgendwie explodierenden Zahl, aber so ein Upgrade könnte herbringen, oder? Dass ein bisschen das Interesse da ist. Es geht ja am Schluss so ein bisschen weiter um die Vermarktung. Also nicht zuletzt probieren wir auch Sponsoring betreiben und die Mannschaft zu vermarkten. Und das ist natürlich das Interesse der Zuschauer auch noch ein Punkt. Aus der Sicht vom SC Langenthal, John Kempf, sind so Mannschaften eigentlich ein Dorn im Auge? Jetzt rein unser wirtschaftlich subjektiv angeschaut. Schwierige Frage. Grundsätzlich, natürlich hätten wir auch gerne Teams, die alle in dieser Liga spielen, die eine grosse Fangemeinschaft mit sich bringen, eine grosse Tradition haben. Ist aber nicht so. Sonst hätte es gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass die Teams überhaupt in die Liga hätten kommen können. Wir waren von Anfang an nicht gegen die Farmteams, weil wir gesagt haben, mit 8 Mannschaften macht eine Meisterschaft nicht wirklich viel Sinn und auch nicht viel Spass. Der Grundsatzgedanke von der Swiss League muss Ausbildung sein. Jetzt ist es vielleicht einfach gerade ein bisschen sehr fokussiert. Wir sagen ja immer, die heterogene Liga oder der Gemischtwarenladen, den du vorhin angesprochen hast, oder? Das ist sicher nicht gut für das Produkt Swiss League. Man hat auch dort versucht, mit der Repositionierung gewisse Sachen anzustossen. Es laufen gewisse Sachen.
Ich persönlich habe grundsätzlich immer noch die Meinung, dass wir nicht das Potenzial haben für 24 National League Clubs, also sprich 12 A- und 12 B-Clubs oder 12 National League und 12 Swiss League Teams. Das ist eine andere Diskussion. Aber es ist sicher so, dass es ein Produkt, Swiss League als Ganzes, momentan nicht hilft in der Diversifizierung, wo wir sind. Einfach zum Laut denken schnell. Wir haben vorhin geredet von zwei verschiedenen Systemen. Mhm. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen anschauen, haben wir sogar drei. Ja, das ist so. Wir haben eigentlich drei Systeme. Wir haben eigentlich die Arrivierten, wie Langenthal ein Beispiel ist. Und dann haben wir die Club, wo jetzt Kloten mit Winterthur war. Oder Thurgau mit Rappi. Thurgau mit Rappi. Und dann haben wir die zwei Club, die inside sind. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die Dreiteilung, ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass es dann schwierig wird. Und darum die Frage, Reto, wir haben vorhin geredet von. Du hast gesagt, die EVC Academy hätte mal in Sursee gespielt. Es wäre auch möglich gewesen, zum Seven aufbauen, zum Beispiel. Also die Mannschaft mit euren Spielern alimentieren und das als Farmclub anschauen, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube, ihr habt einfach ganz andere Ziele. Ja, also definitiv in dieser Überlegung gibt es noch viele Sachen, wie man es ausbauen könnte. Oder so. Also unsere Überlegung ist grundsätzlich die gewesen, dass wir gesagt haben, uns fehlt der Gap zwischen Junioren-Hockey und der National League. Das war unsere Hauptüberlegung. Und das gibt uns mit dieser Mannschaft sehr viele Möglichkeiten. Wir können Spieler früher auf das nächste Niveau. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, eben gegen Schottfo, oder, haben wir x Spieler drin gehabt. Also Underage, die also, im Prinzip im ersten, zweiten Jahr Junioren sind. Mhm. Oder? Und eben zeigt mir wieder, dass sie mal, wenn sie super spielen, oder, können die etwas bewirken. Oder? Und das ist im Endeffekt, wenn ich vielleicht die Zugbrille anschaue, oder die Abziehen, besser gesagt, dann machen wir eigentlich auch etwas für die Schweizer Eishockey. Oder? Ich begreife, dass die Kontroverse besteht in der National oder in der Swiss League, der gemischte Warenladen. Aber gleich, wenn man jetzt schaut, unser Konzept hat eigentlich auch schon recht viel Brunnen gefruchtet, nicht nur für uns, sondern noch, ich denke jetzt gerade an die U20-Nationalmannschaft, oder, wo wir zwei potenzielle Goalinnen haben, wo wir einfach reingeschossen haben und die sollen spielen. Und das bringt schlussendlich allen ein bisschen etwas. Es kommt immer ein bisschen darauf an, von welchem Standpunkt man sagt. Ist denn ein Heimspiel gegen ein Farmteam ein Verlustgeschäft für das SC Langenthal? Ja. Schon. Momentan, ja. Es ist auf der einen Seite klar, die Zuschauerzahl. Wir haben einfach sehr viele No-Shows, Leute, die das nicht interessiert. Der Spielbetrieb muss gleich aufgefahren werden. Es ist ein Verlustgeschäft. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gut, dass man die Ausbildung in den Fokus gesetzt hat. Persönlich denke ich auch, es ist dann gerade ein Zeitpunkt gewesen, wo man zwei verschiedene Produkte auf den Markt gebracht hat. Einerseits die Farmteams, hat man leichter, dass sie in die Swiss League eintreten können. Auf der anderen Seite ist auch noch die MySport League dann auf den Markt gekommen. Das war wahrscheinlich ein bisschen viel oder zu viel für Schweizer Hockey. Und ich glaube, heute haben wir ein bisschen das Problem, dass wir die Ausbildung nicht mehr ganz zentral haben oder so, wie es sein sollte. Es ist ein bisschen verzettelt, das Ganze. Und nochmal, ich persönlich denke, wir haben zu wenig Spieler für 24 Clubs in der National League. Ja. Was mich aber noch überrascht hat, ist, ihr sagt zum Beispiel, die Swiss League ist eine Ausbildungsliga. Für was bildet oder für wer bildet denn der SC Langenthal aus? Wir hatten im letzten Jahr vier Spieler, die in der National League sind, aus dem Kader vom SC Langenthal. Natürlich haben wir Ambitionen, wir wollen ambitioniert sein. Ich glaube, wir konnten uns trotzdem auch trotz der Ambitionen einen Namen machen für junge Spieler, die den Weg via Langenthal sehen, um wieder in die National League zu kommen. Es gibt uns auch Möglichkeiten. Neben dem, dass wir sehr zentral gelegen sind, haben wir glaube ich, auch den Namen, dass das eben möglich ist, auf Langenthal ein, zwei Jahre zu kommen und dann wieder aufzugehen. Es ist jedes Mal auch für uns schwierig, wenn wir vier Spieler verlieren in dem Sinn. Auf der anderen Seite sind wir auch stolz darauf, dass sie das nachher packen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, wo wir auch gehen wollen, wo auch die Swiss League eigentlich muss können machen schlussendlich. Weil die National League braucht junge Spieler. Der Schritt heute von der Elite einfach gerade in die National League ist riesig. Und ich denke auch persönlich, wenn ein Spieler ein Jahr, zwei kann in der Swiss League eine gute Rolle spielen und vielleicht auch mit einem ambitionierten Team, hat er auch gute Möglichkeiten, nachher in der National League Fuß zu fassen. Aber schließe ich denn daraus aus, dass eigentlich die Swiss League, weil es halt eben so ein gemischtes Land ist und so unterschiedliche Konzepte hat, dass es eigentlich kein übergeordnetes Konzept gibt für die Swiss League? Also, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Ich glaube, früher hat man immer geredet von der Pleiteliga. Ich glaube, das ist weit davon entfernt, dass das eine Pleiteliga ist. Ich habe mich schon früher gewehrt gegen den Namen. Das ist etwas, was nicht wahr ist.
Obwohl ich bis dahin nicht ganz zur Ausbildungsliga, also nicht jeder die gleiche Ziel. Also es ist nicht die ganze Liga, es ist eine Ausbildungsliga, das glaube ich nicht. Könnte es denn aber sein? Es könnte sein. Vorhin ist noch Stichwort MySports League gefallen. Mir ist jetzt auch so ein bisschen im Gespräch in den Sinn gekommen, vielleicht müsste man dort eine andere Durchmischung machen, dass man das anders zusammenstellt. Aber ich kann jetzt nicht gerade eine Patentlösung. Aber ich sage, es kann ja nicht sein, dass Langenthal das gleiche Ziel hat wie die EVZ Academy. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich in dieser gleichen Liga. Aber gleich ich will auch nicht. Also, wir haben eins von unseren Zielen, also nebst allem anderen natürlich, ambitioniert spielen. Aber wir wollen auch Spieler weiterbringen, die auch gewusst wieder oder bewusst wieder in die National League können. Gehen. Aber das muss man können erklären. Aber eben, jetzt, wenn ich zum Beispiel, jetzt schauen wir mal das Kader an, oder, von Langenthal. Ich meine, dort findest du Spieler, die den Sprung nicht ganz schaffen, noch von Bern, oder? Du findest Spieler von Langnau, die zum Teil Langenthal überkommt, oder? Also auch so ein bisschen weit im Austausch oder in einer Partnerschaft. Und gleichzeitig haben sie ja sehr viele Junge, die sie aufgebracht haben, oder? Und gleichzeitig ist ein Kern vorhanden, der schlussendlich die Ambitionen machen sollte. Also es gibt eigentlich noch fast eine vierte oder eine dritte Sorte, oder, wo man hat. Und gleichzeitig hat Langenthal eine Tradition, ist mehrfach Meister geworden. Ja, es ist noch spannend. Was ich auch sehr gut finde, ist, was du vorhin gesagt hast, eigentlich von diesen Farmteams, oder GC oder EVZ, die so junge Spieler haben, Nationalmannschaften, die Junior-Nationalmannschaften profitieren enorm von dem. Weil die spielen unter Männern und nicht mehr unter Buben. Und das ist ein riesen Unterschied nachher für die internationalen Begegnungen. Das finde ich noch ein spannendes Stichwort. Ja. Also zum Beispiel, ich wollte noch in die Runde werfen, die Elite-Junioren. Oder? Was man ja sagt, die leiden jetzt so ein bisschen, die Qualität von der Elite-Junioren, weil die halt eben dann unter anderem in diesen Farmteams spielen. Also dass die Qualität von der Elite. Gäbe es denn nicht auch in Kombination, dass man sagt, man hat gewisse Auflagen, Elite-Junioren einzubauen, müssen spielen? Sagen wir, vielleicht müssen wir das noch bis auf plus minus 24 erhöhen. Also nicht nur 20-Jährige, sondern bis 24. Und dann ergänzend mit zwei Ausländern, das gleich attraktiv bleibt, ergänzend mit eventuell Spielern, die nicht ganz gelangt haben in der National League oder Sättigen, die zurückkommen von der Nest. Oder man muss sich ein bisschen sagen, ich glaube, jeder Club hat eine eigene Tradition. Jeder Club ist irgendwo auch ein bisschen anders in der Region verankert. Wie ich es vorher gesagt habe, haben wir jetzt einen grossen Vorteil, der Standort. Wir arbeiten eben mit Clubs zusammen, Bern, Biel, Langnau. Es ist relativ nah alles. Das ist ein bisschen unser System, wie wir es aufgebaut haben. Wir haben auch nie die Budgets gehabt, um ganz vorne budgetmässig mitspielen. Wir haben immer junge Spieler einsetzen, wir haben aber auch bewusst immer unseren eigenen Nachwuchs gefördert. Wir haben jetzt auch einen Spieler drin im Kader, der spielt, der eventuell an die U20-WM kann. Ich glaube, das ist ein bisschen unser Weg. Ob der nachher in Olten genau gleich ist oder in Kloten, der jetzt momentan in der Swiss League spielt. Ich glaube, das muss auch jeder Club selber finden können. Ich bin ein bisschen dagegen, dass man sagt, die Liga gibt Beschränkungen vor, sagt, du musst so viele Spieler aus der Elite haben. Ich glaube, das ganze System war momentan ein bisschen überfordert gewesen. Der Eintritt der Farmteams in die Swiss League plus MySport League, die auf den Markt gekommen ist, plus eigentlich gewisse Spieler, die auch die Schweiz verlassen haben, ins Ausland sind in jungen Jahren und die Qualität der Elite, die ein bisschen runterkommt. Das war ein bisschen viel auf einmal. Und momentan ist eigentlich die Swiss League ist ein bisschen der Prellbock zwischendrin. Weil man hat ja gleich auch Club, wir auch, die angemeldet sind für die National League hoch, die irgendwie so den Gap müssen können sicherstellen können. Das Nadelöhr ist sehr, sehr eng geworden zwischen... Ja, ist das überhaupt möglich noch heutzutage? Also, ja, also meine Rappi zeigt es. Langnau hat es auch gezeigt. Das ist noch nicht so lange her. Es hat eine rechte Durchmischung gegeben. Gleichwohl über die letzten 10 Jahre... Oder wir schauen immer nur ein Jahr zurück. Wenn man 10 Jahre zurückschaut, hat es gleich doch ein paar Wechsel gegeben von National League zu Swiss League. Aber ich habe mal ein Interview gelesen, wo ihr John Kempf gesagt hat, vor 10, 15 Jahren hat ein Wechsel von der Super League, von der Swiss League, Entschuldigung, von der Swiss League in die National League, aber das Doppelte gekostet. Und heute kostet es 3- bis 4-fache. Ja. Also ist ja das fast unrealistisch für einen Club, jetzt wieder SC Langenthal? Also es ist massiv schwieriger geworden. Es ist ganz klar. Also ihr habt es gesagt, im Zusammenhang, wir sind 12 Meister geworden, sind sehr überrascht worden. Ich glaube, heute wäre es einfacher gewesen, im 12. aufzusteigen als im 17. Einfach rein schon der Gap ist einfach noch mal grösser geworden. Trotzdem, eben, es braucht aber auch die Ambition und auch schlussendlich die Euphorie und der Glaube irgendwo daran. Weil sonst haben wir eine geschlossene Liga und dort wäre ich mich dann sehr stark dagegen, weil ich nicht glaube, dass das hier da funktioniert. Schlussendlich müsste dann ja auch die National League die ganze Ausbildung übernehmen, inklusive Swiss League.
Ich glaube, da hat Zürich sehr einen guten Job gemacht in den letzten Jahren. Man schaut, wie viele Spieler das eigentlich von GC irgendwo in der Schweiz spielen oder im Ausland. Aber das müsste dann jeder National League Club machen. Und da ist Bereitschaft doch auch sehr, sehr klein. Das wäre ja eigentlich eben so ein Gesamtkonzept, genau. Oder? Wo man sich könnte vorstellen könnte. Weil ich meine, auffallend ist ja im Schweizer Hockey, dass eigentlich jeder so ein bisschen sein eigenes Süppli kocht. Oder? Also ich meine, Dings, ZSC mit der GCK Lions hat das angefangen. Jetzt hat der EVZ mit seinem eigenen Farmteam. Es gibt wie nicht ein übergeordnetes Konzept. Oder ist das eine falsche Feststellung von mir? Nein, ich glaube, das ist fast wie überall in der Schweiz. Das ist wie mit dem Schulsystem, das ist überall das Gleiche. Wir haben eigentlich überall Föderalismus. Wir haben es wahrscheinlich auch da. Aber wir haben schon, ich glaube schon, die Ausbildung in der Swiss League ist schon ein Grundthema, glaube ich. Das ist ein Grundthema. Und dann, auf dem Grundthema müssen wir aufbauen und sagen, das ist das Ziel von allen. Dass wir die besten Spieler in der Schweiz in der sogenannten National League haben. Punkt. Das muss einmal sicher das Ziel sein. Und danach muss man natürlich schon jedem Club ein bisschen Freiheit lassen, um zu sagen, ich will mich selber auch verwirklichen. Ich bin jetzt in Langenthal, ist das etwas anderes. Weder bei EVZ Academy ist ein Ziel ganz anders. Ich glaube, das muss man stehen lassen. Ja, und ich meine, es ist ja auch bei uns, es funktioniert gar nicht anders. Dass man aus irgendeinem Club kommt und uns schlussendlich ein Budget garantieren, wo er es übernimmt. Ich meine, wir haben eine Mission bei uns, und wir auch immer wieder sagen, das ist Leute begeistern, Menschen begeistern, Jugend fördern, Langenthal und die Region Oberaargau stärken. Dann fallen zwei Punkte weg. Menschenbegeisterkeit weg und Langenthal und die Region Oberaargau stärken auch weg. Dann ist es einfach noch Jugend fördern. Und Ausbildung in der Schweiz kostet Geld. Und ich glaube, schlussendlich ist es schon eine Stärke, auch, dass man eine Swiss League hat, die doch auch Clubs hat, die in der Region drin eben auch Menschen begeistern können, wo die Hockey-Dynamik spürbar ist. Es ist wichtig auch für die ganz unten Hockeyschulen, die Hockeybegeisterung in den Regionen muss da sein. Nur zentral funktioniert es nicht. Wir sehen das heute auch. Die Ausbildung ist sehr zentralisiert worden, professionalisiert worden. Aber einen grossen Teil dieser Spieler kommen nicht nur aus der Stadt. Die kommen auch aus den Regionen raus. Und dort braucht es eben genau Hockeyclubs, die dort auch die Euphorie entfachen. Reto Klein, ich meine, ihr habt jetzt mit diesen zwei Clubs eigentlich wie zwei Hüte an mit dem EVZ. Was für einen Stellenwert hat denn eigentlich die Swiss League im Zusammenhang mit der National League? Also in unserem Fall, wir sind grundsätzlich sehr froh. Gibt es ein bisschen die Scherze zwischen ambitionierten Clubs, oder? Also die wirklich vor mitspielen, die qualitativ gute sehr, sehr gute Mannschaften haben. Die tun unsere jüngeren, unerfahreneren Spieler Challenge, oder, wie du vorhin gesagt hast. Bei uns hat die Swiss League in dem Sinn den Stellenwert, dass es klar die Mannschaft ist unter der National League Mannschaft. Also jeder Spieler sollte hier merken oder wollen unbedingt in die höchste Mannschaft zu kommen, sei das bei uns oder an einem anderen Ort. Und es gibt dort auch ganz klare Unterschiede. Also bei uns, wir wollen probieren, die Spieler auf dem Eis gut auszubilden, aber die werden bei weitem nicht den gleichen Service oder die gleichen Leistungen haben, wie es in der National League der Fall ist. Also gleichzeitig wissen wir, dass das eine Mannschaft ist, die ihre Profiliga spielt und man muss sich auch dementsprechend so verhalten. Also wir wollen uns dort hier wirklich so gut wie es geht integrieren und ein Teil dieser Liga sein. Wir haben es jetzt gerade vor kurzem gesehen. Also ich meine, es ist die Debatte im Raum gestanden mit diesen 6 Ausländerpolitik für die National League. Und die Swiss League war eigentlich nicht berechtigt, mitzustimmen. Also da spiegelt ja ein kleines bisschen der Stellenwert von der Swiss League, John Kempf. Oder hängen die gerne mitgestimmt als SC Langenthal? Weil es hängen ja dann schlussendlich auch Konsequenzen für Elke. Ja, in erster Linie natürlich nicht. Darum haben wir uns also in erster Linie nicht mitstimmen oder nein, ist keine Konsequenzen in erster Linie. Ja. Grundsätzlich hat man bewusst wahrscheinlich die Liga-Qualifikation nicht angelangt. Wahrscheinlich haben die oder Antrag gestellt, haben auch gewusst, wenn sie das machen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil dann ist das Ganze wieder gegen. Excuse, Swiss League. Es hätte aber im zweiten Schritt logischerweise Konsequenzen gehabt. Und das wäre sicher auch bis in die Swiss League gekommen. Für mich nochmal, ich finde, es hätte es nicht gut gefunden, wirklich nicht gut, wenn es gekommen wäre. Aber zur Abstimmung sind wir gar nicht, eben, wie gesagt, berechtigt gewesen und haben uns darum auch nicht gemeldet dazu. Also gleich ein bisschen Zweiklassengesellschaft, Peter Lüthi, oder? Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft ist. Wobei, ich gebe John recht, ich glaube,
Momentan das Thema, das jetzt war, mit diesen 6 Ausländern, war wirklich das Thema für die National League. Und sie sollen das auch untereinander diskutieren können. Die weitere Diskussion wäre dann gewesen, wenn es angekommen wäre, was machen wir jetzt? Das hätte sicher eine Fortsetzung gebraucht nachher. Aber in erster Linie, jetzt mal, wie John gesagt hat, ist wahrscheinlich jetzt die National League mal für sich und hat die Abstimmung so wählen. Das ist die... Ich glaube nicht einmal, dass es ein Stellenwert oder Wertschätzung ist, sondern das ist jetzt ein Thema, das wirklich dort angehört hat. Du hättest theoretisch können sagen, dass die Clubs, die den Antrag gestellt haben, für raufzugehen, die sind theoretisch schon betroffen. Weißt du nicht, einer von denen wäre raufgekommen, also hätten die ja zu Recht gehabt. Und die, die halt eigentlich sowieso nicht den Antrag gestellt hätten, die hätten nicht können oder hätten nicht dürfen abstimmen. Aber ich glaube, jetzt, am Schluss ist es gut rausgekommen, wie es ist. Es war eindeutig, es ist viel Rummel gemacht worden. Und am Schluss denke ich, ist es clever gewesen, was ist abgestimmt worden. Es hat fatale Folgen gehabt in der Zukunft. Es hat sicher auch gewisse Vorteile gebracht, aber Nachteile hat überwogen, ganz klar. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Farmteams wie jetzt von Genf Servette in der MySports-Liga, oder, wo jetzt mit dem HC Siders zum Beispiel zusammenschafft. Und die nehme ich einmal an, weil die ja dann irgendwann auch mal in die Swiss League in Prüf kommen, oder? Das macht ja dann ein Stück weit auch Sinn. Hat es denn noch Platz für weitere Mannschaften? Ja, also momentan sind wir 11 Mannschaften. Die Strategie ist eigentlich, dass 12 Mannschaften dort spielen sollten. Von dem her, die Swiss League ist offen. Es wäre auch so, dass es dann wieder einen Absteiger würde geben, wenn wir 12 sind. Würde natürlich den Druck auch noch ein bisschen erhöhen. Auch auf die Farmteams, aber auch auf die ambitionierten Clubs. Man hat jetzt jahrelang in der Swiss League oder in der ACB früher, der Abstieg war nicht mehr ein grosses Thema. Mehr um Playoff gespielt. Das würde sicher helfen. Ich persönlich sage noch mal, ich glaube, dass wir Platz haben für 24 Clubs. Man sieht es auch immer wieder. Und es ist klar, dass wahrscheinlich nicht oben das Problem entsteht. Dort hilft man auch immer wieder. Sondern eher in der Swiss League. Darum hat der Peter vorher das Wort Pleiteliga sparmal gesagt worden. Ich persönlich denke, es sind sehr viele Clubs, die sehr, sehr gut arbeiten dort. Aber es ist natürlich irgendeiner, wenn halt das Potenzial nicht da ist, dann trifft es halt die Schwächsten. Wie fest seid ihr dafür, dass die Durchlässigkeit zwischen Swiss League und National League euch ein bisschen erleichtert wird? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, dass man das erleichtern kann? Also, wie jetzt vorhin gesagt, rein wirtschaftlich ja fast ein Ding der Unmöglichkeit für einen kleinen Club, oder? Also ja, also ich persönlich habe ich eine andere Ansicht. Ich glaube, dass es gescheiter wäre mit 10-10. Wir haben heute den Cup, wir haben heute internationale Spiele, die dazukommen, mit der Champions League. Ich denke, dass man eher den Aufstieg, Abstieg auftun sollte. Vielleicht sogar der, der absteigt, auch noch ein bisschen supporten, um mit Geld, dass er nicht durchgeht. Weil ich glaube nicht, dass einer auf die Idee kommt, nachher das Businessmodell auf Abstieg die ganze Zeit zu fahren. Aber ich denke, es würde helfen, auch die Verhandlungsmacht der Spieler ein bisschen zu brechen. Es würde schlussendlich auch helfen, dass man 10 Top-Clubs hat, die sich auch festsetzen können oben. Ich sage jetzt gerade bewusst, Langenthal wäre jetzt in der jetzigen Situation keiner, der rauf könnte mit der jetzigen Halle. Es müssten wirklich 10 Clubs sein, die die Kriterien erfüllen. Dafür 10 auch gute Nationalliga B oder Swiss League oder wie sie dann immer heisst. Und all die 20 Clubs müssen aber auch einen Teil zu der Ausbildung beitragen. Und dort müssen wir sie dann nachher auch zwingen. Und das werden wahrscheinlich irgendwo nachher mit der MySport-Liga, mit der Elite, wo man eine Lösung suchen müssen. Das wäre die perfekte Welt aus meiner Sicht. Das ist mir auch klar, jetzt wird sofort politisch nie machbar und das geht sowieso nicht. Aber man muss ja Visionen haben. Aber irgendwo denke ich, wäre das wahrscheinlich der Weg, der besser wäre für die Schweizer Hockey. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man in der letzten Zeit hat gesehen hat, dass es vielleicht auch von anderen Ländern, oder? Wir haben mal die geschlossene Liga angesprochen, die funktioniert nicht. Oder? Die ist an den Orten eingeführt worden, wirklich bei weitem nicht etabliert. Aber jetzt ganz spezifisch die Durchlässigkeit, oder eben 10-10, wie es der John Kempf sagt. Oder? Wie ist denn deine Meinung dazu? Gut, also einfach, was heisst Durchlässigkeit? Oder heisst das einfach, der, der am Schluss dort steht, der geht runter? Also wie das Modell Fußball. Das wärst du, ja. Mit ja. Durchlässigkeit. Das könnte ein Ansatz sein. Weil es hat ja einen Grund, dass der letztes wurde. Oder? Also, dann, ob jetzt das, ich glaube, was in der Schweiz halt schon noch, was man nicht davon unterschätzen ist, ob jetzt das Format der Liga-Quali, wie sie heute steht, richtig ist. Das sei dahingestellt, ob die Ausländerfrage, die wir haben,
richtig ist, dass du nicht so mal dahinter stellst, aber dass es wahrscheinlich nachher ein Battle gibt zwischen dem, der gewonnen hat, und dem Letzten von der oberen Liga. Ich glaube, das gibt auch eine gewisse Brisanz. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was zwar zwischen Emotionen nicht anders könnte sein von diesen beiden Teams. Das ist, glaube ich, etwas, was der Fan oder der Zuschauer noch ein bisschen weit sehen will. Mhm. Also, ich denke einfach so, der Typ, wie an anderen Orten, wo man weiss, okay, der ist abgeschlagen und der weiss man schon früh, der Stunde. Ich weiss nicht, ob das so attraktiv ist. Das Gleiche wie wenn wir auf einmal den Playoff abschaffen gegen Ufo und sagen, ja, irgendwas wie mit so vielen Punkten Vorsprung ist der Meister schon der Weihnachten klar. Hat es so gegeben. Ich denke, das wäre auch nicht das Ziel. Also man muss dort, glaube ich, beiden Orten eine gewisse Competition schaffen. Und ich finde eben so gut, dass es Playoffs sein. Im Positiven können es natürlich auch im Negativen die Playouts sein. Aber eben über Details könnte man vielleicht noch streiten. Jetzt haben wir die zwei Vertreter gekehrt, Farmteam und der SC Langenthal, das ambitionierte Team. Peter Lütti, ich frage dich nach einer kurzen Pause. Wir sehen, die Swiss League die, ist mit Emotionen geladen, die bewegt. Und wir reden nach einer kurzen Pause weiter darüber. Zurück bei Boxplay zum Thema Swiss League. Meine Gäste im Studio sind der Reto Klei, der Can Kempf und der Peter Lütti. Peter Lütti, du bist nicht zu Wort vor der Pause. Du musst jetzt schon ein bisschen etwas sagen zu dem Thema, wie geschlossene Liga oder was wäre eigentlich der Optimalfall oder das optimale Zusammenspiel zwischen National League und Swiss League? Ja, ich glaube, das wäre fast ein Thema für eine ganze Sendung. Ja, also, wir haben einen Moment. Ja. Das eine ist einmal, wir haben vorhin gesagt, es sind viele neue Produkte entstanden. Es ist eine MySports-League entstanden, dadurch haben die Elite ein bisschen müssen leiden darunter. Es ist eine neue Situation entstanden mit diesem Farmteam. Ich glaube, zuerst mal muss man sagen, diesen neuen Produkten oder diesen neuen System muss man auch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, das Limo ist gefallen, jetzt ist ein Zeichen, wir wollen es abschaffen, das finde ich falsch. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, ich bin nicht unbedingt nur gegen eine geschlossene Liga. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Das B oder die Swiss League zeigt ja eigentlich, dass man die Ruhe hat in einer geschlossenen Liga, faktisch ohne Abstieg, ist schon fast eine geschlossene Liga, die Ruhe hat zum Ausbilden, zum können weiterfahren, zum eigenen Ziel können erstellen. Vielleicht muss man sagen, könnte das auch ein Modell sein. Und noch zu den 10 Clubs muss ich noch sagen. Ja, okay, sportlich kann das Sinn machen. Aber ich glaube, marketingtechnisch hat man auch lange daran geschafft, dass man 12 Clubs in der ganzen Schweiz verteilt hat und darum ein Produkt hat, das die ganze Schweiz erfüllt. Ich glaube, das ist sehr viel wert für unser Produkt. Und darum, wer sagt es diesen 2 Clubs, die müssen runter? Das ist dann nicht so einfach, jetzt einfach auf 10 runterzugehen. Sondern ich glaube, da müsste schon irgendetwas passieren. Ich finde das System momentan, Anzahl Clubs, nicht so schlecht. Sondern wahrscheinlich müsste man die Identifikation oder Positionierung von der MySports League und von der Swiss League und von der Junior und Elite überdenken. Weißt du, wenn du noch siehst, zur geschlossenen Liga, oder, ist es natürlich schon so, dass man einerseits, wie ich vorhin gesagt habe, oder der Challenge, oder, wo ich den Zuschauer auch sehe, oder, wenn es um einen Auf- und Abstieg geht oder, was ja für eine Mannschaft von oben verheerend ist. Oder, man muss heute nicht vergessen, da ist etwas dahinter. Das sind grosse Unternehmen. Das geht um Jobs, das geht sogar fast um Existenzen, ein bisschen weit. Und von diesem Aspekt her oder, ist natürlich schon eine geschlossene Liga hat schon ein bisschen Berechtigung. Natürlich auch, weil in diesem Zeitpunkt dann, wenn man das Messer am Hals hat, wird man unvernünftig und gibt vielleicht auch Geld aus, das man nicht hat. Also es könnte vielleicht auch einen Einfluss haben auf die ganze Budgetentwicklung oder vielleicht auf den Einbau der Jungen. Also grundsätzlich verkehrt ist das nicht. Aber es kommt immer natürlich eben auch ein gewisser Challenge, gerade für die Teams, die unten nachher sind, eine sportliche Qualifikation. Oder vielleicht ist es dann ein Modell, wo man sagt, man muss gewisse Anforderungen erfüllen. Das kann sein, man muss irgendwo eine gewisse Zeit oben nachher spielen, man muss die Infrastruktur, Budget und so weiter können erfüllen. Also ist durchaus nicht ganz so eine schlechte Idee. Also,
Also, aber würde das dem Hockeyprodukt Schweiz denn unter Umständen helfen, so eine geschlossene Liga? Also das heisst ja dann, mit anderen Worten, müsste der SC Langenthal ja faktisch wie ein Partnerteam haben in der National League, oder? Wo man eigentlich eng zusammenschafft, zwar gleich noch attraktives Hockey kann bieten für den Oberaargau, aber dann halt eben in Bezug auf Ausbildung, Junioren und so weiter wirklich sehr eng würde zusammenschaffen. Also ich glaube nicht an das System, geschlossene Liga. Ist Europa x-mal zeigt, dass Europa nicht so funktioniert. Wir schauen immer auf Amerika über. Dort ist es so. Mit diesen Farmteams? Oder? Farmteams, aber man darf auch nicht vergessen, ich meine, es sind riesige Städte dahinter. Also ich meine, selbst die ganze Schweiz ist dort einfach eine grosse Stadt in gewissen Teilen. Und wir haben die Einzugsgebiete. Und ich glaube, in Europa hat sich auch das Brot und Spiele und der Aufabstieg hat sich auch irgendwo bewährt. Darum glaube ich eher an den sportlichen Gehalt, dass wir das aufentun, gerade insbesondere mit dem Aufabstieg. Und ich sage es nochmal, ich sage es jetzt als Swiss League-Vertreter, ich höre ja sehr viel, wie gejammert wird in der National League über die Budgetentwicklung, über die Löhne, über die Ausländeranzahl, weil wir die Löhne eindämmen. Schlussendlich haben wir zu wenig Spieler für 12 Top-Nationalclubs oder National League-Clubs. Und das Gleiche ist auch in der Swiss League. Dort hat man es gefühlt mit Farmteams, ein bisschen zu Kosten von anderen Sachen. Von dem her glaube ich persönlich eher, dass es 10-10 direkter Aufabstieg, vielleicht eben sogar mit Massnahmen, dass man die Angst kann nehmen kann, wenn ein National League Club runtergeht. Ist das so? Es sind wirtschaftliche Faktoren. In England, Premier League zeigt das, dass man einen Fallschirm gibt finanziell. Und dann zum so Beispiel Club, über TV-Gelder oder irgendetwas. Über TV-Gelder, dem Club ein bisschen die Angst nimmt, aber auch die Möglichkeit gibt, um wieder angreifen zu können. Und so, denke ich, wird Schweizer Hockey weiterkommen. Ich glaube, da prallen einfach zwei verschiedene Welten aufeinander. Das eine ist die Fankultur oder der Zuschauer oder der Konsument, wo vielleicht, da gebe ich dir recht, John, wo vielleicht das nicht akzeptiert oder nicht estimiert oder einfach das nicht will sehen. Er will die Brot und Spiele, er will denen, wo es schlecht geht, von dem leben wir halt auch. Und auf der anderen Seite ist der Sport, wo vielleicht, da bin ich bei dir reden, wo man einfach könnte wahrscheinlich einen Schritt vorwärts machen, indem der Druck wegfällt, nicht, oder vielleicht die Angst wegfällt, nicht der Druck ist falsch, die Angst wegfällt vom Abstieg und von der Misswirtschaft nachher und von ganz was verloren wird und so weiter. Da prallen zwei Sachen aufeinander. Das ist schon so. Die Fankultur ist bei uns ganz anders. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Bei uns geht ein Zuschauer Hockey schauen, weil er an diesem Abend Hockey will sehen. Und in Amerika ist es vielleicht so, dass er einfach sagt, anstatt ins Kino geht, geht heute Abend Hockey ist jetzt halt Hockey, ja. Was soll's? Ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist halt schon etwas anderes. Ja, ja. Das ist schon nicht so einfach, einfach zu sagen, so ist es richtig. Ich glaube, einfach dort, du hast vorhin gesagt, es würde die Angst ein bisschen nehmen, es würde die Vernunft. Ich glaube, wir haben ja x-mal gezeigt, dass wir nicht nur vernünftig sind, leider. Auf der anderen Seite denke ich auch, was wäre eine geschlossene Liga, 12 Mannschaften, Playoff ist 8, was passiert mit diesen Teams? Ich glaube, dort ändert das halt gleich, wenn man halt die Angst ein bisschen nimmt vor dem Abstieg, aber auch die Möglichkeit nachher schafft, dass man wieder aufsteigen kann. Und die Durchmischung würde auch ein bisschen die Macht der Spieler ein bisschen brechen. Die National League oder die Swiss League hat nachher auch den Auftrag, junge Spieler nach wie vor auszubilden, Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, der Schweizer Hockey würde weiterkommen. So. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt ein Swiss League-Vertreter bin. Ich habe das schon vor x Jahren immer gesagt, bleibe auch bei dieser Meinung. Und ich sage es nochmal, in so einer Welt hätte der SC Langenthal momentan nichts verloren in der National League. Er erfüllt rein die wirtschaftlichen Faktoren, sprich mit dem Stadion nicht. Also das heisst das mit anderen Worten, der SC Langenthal will zurzeit gar nicht aufsteigen? Nein, in dieser Welt mit 10 Clubs, ja. Wäre es eher so, dass halt Zürich, Zug, die grossen Clubs mit den grossen Stadien dort auch die grossen Zuschauermassen haben. Und dann eher halt so ein bisschen die Swiss League dann halt in den Regionen draussen ist. Man kann sich auch dort darüber unterhalten, dass wir sicher den einen oder anderen treffen. Es ist hart. Aber eigentlich hat man das mal gesagt, vor x Jahren auch, dass man zum Beispiel via Infrastruktur sehr harte Richtlinien schafft und wir züchten sie auch nicht durch. Und das denke ich, dort gäbe es Möglichkeiten, um zurück auf 10 zu gehen. Was ja ein Fakt ist, und da noch kurz an Reto Klein, also wir haben 14% der Fernsehgelder, die verteilt werden, gehen an die Swiss League und 86% gehen an die National League. Ist das gerecht? Weil das ist ja eine Profiliga. Ja, grundsätzlich liefert einfach die National League dementsprechend noch einen Anteil. Also gegenüber der Swiss League. Das ist halt einfach so. Am Schluss, es sieht jetzt ein bisschen krass aus. Aber am Schluss ist das ein Verteilerschlüssel, der irgendwo durch schon seine Berechtigung hat.
Wenn wir jetzt dort noch über ein paar Prozent diskutieren könnten, ich glaube, diese Diskussionen sind lang gefallen. Oder? Ich denke, es ist sicher mal positiv, haben wir mehr Geld bekommen. Also, ich glaube, der neue TV-Vertrag bringt mehr Geld. Ich glaube, dass das so eine Quintessenz ist von unserem Produkt. Und ich glaube, wenn man jetzt die ganze Diskussion anschaut, oder, wo wir alles diskutiert über Spieler, über Teams, über Ligen, über Anzahl, die wir haben, darf man nicht zuletzt erwähnen, dass wir in den letzten Jahren gar nicht so schlecht waren, wie wir uns machen. Also nein, das ist das. Aber man will sich immer nach oben orientieren. Ja, klar, oder? Aber eben, wenn ich jetzt schaue, oder? Vor 8 Jahren haben wir irgendwie, oder ich weiß nicht genau, vor 10 Jahren haben wir 2 Spieler in der NHL gehabt. Heute sind wir irgendwie bei 12, die regelmässig spielen, irgendwie 30, die da sind. Mhm. Wir haben zweimal ganz knapp den Weltmeistertitel. Verpasst, ja, also mit Silber, das mit Silber. Noch ganz kurz, das ist am Schluss von der Sendung, ich bin schon recht under pressure. Nein, das ist noch ganz, ganz kurz. Sven Bertsch ist so ein Beispiel beim SC Langenthal, der nie National League gespielt hat, direkt auf Nordamerika. Wer kommt der nächste Sven Bertsch beim SC Langenthal? Ganz kurz. Wir arbeiten daran. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Sven Bertsch hatten. Sven Bertsch wäre auch bei einem anderen Club gut geworden. Er war wirklich einfach sehr, sehr gut. Es ist aber für uns sicher wichtig, dass er den Weg so gemacht hat. Der Janik Rathgeber ist der Nächste. Wir arbeiten auch daran, dass wir unten wieder solche herbringen. Das war schon wieder vom Boxplay. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. So schnell vergeht eine Stunde. Herzlichen Dank beim John Kempf vom SC Langenthal, dem Boxplay-Experten Peter Lüthi und dem Reto Klei vom EVZ. Ja. Es gibt in der nächsten Woche wieder spannendes, interessantes, schnelles, internationales Hockey zu sehen hier auf Teleclub. Unter anderem haben wir auf Teleclub Zoom ein NHL-Wochenende. Und zwar spielen am Samstag Detroit Red Wings gegen New Jersey Devils, am Abend Sydney. Und am Sonntag spielen Dallas Stars gegen New York Islanders. Dann gibt es noch die Achtelsfinale nächste Woche am Dienstag. Rückspiel von der Champions Hockey League. Das war also von Boxplay. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, am 29. November. Dann geht es um die U20 mit dem Head Coach, dem Christian Wohlwend. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche einen wunderbaren Abend. Eine beschwingte Restwoche. Gute Nacht miteinander.